Hallo, herzlich willkommen zu den beiden. Heute nur eine kleine Ankündigung. Es ist sozusagen ein Zusatzvideo, weil einfach gestern schon ein Video kam. Sagen wir mal ein Zusatzvideo, wir haben jetzt so eine kleine Ankündigung für euch. Wenn ihr mal auf das Datum guckt, wird dieses Video am 25.08.2020 veröffentlicht. Und wenn ihr mal 4 Jahre zurückscrollt in unserem Kanal, werdet ihr feststellen, dass am 25.08.2016 ein Video online kam namens Große Energy Drink Test Teil 1. Und das war mit meinem alten Kollegen, deswegen rede ich gerade so viel, was mit meinem alten Kollegen einfach noch war. So ein Knackpunkt. Das war der Knackpunkt, wo wir gesagt haben, gut, wir machen jetzt, wir gehen auf diese Schiene und stellen sowas vor. Weil vorher haben wir sämtliche andere Scheiße vorgestellt, auch wie zum Beispiel, weiß ich, den Angry Swap hatten wir mal, den es damals gab, also diesen Ultra-Schaffen-Whopper. Genau 4 Jahre jetzt, nur Energy Drink, ja? So gesehen, ja. Ja, das ist schon echt heftig. Das ist eine lange Zeit, dass man das auch so lange kontinuierlich durchgezogen hat. Gut, wir hatten ja Pause. Ja. Aber trotzdem. Also noch 3 Jahre, ne? Richtig. Respekt. Das haben wir uns im Anlass. Also wir hatten damals Teil 1, Teil 2 und Teil 3. So, wir haben uns jetzt aber als Anlass genommen, diese. Also normalerweise macht man zu 3, 5, 10 Jahren so ein Special. Wir haben uns jetzt im Anlass genommen, das zu 4 Jahren zu machen. Wir wollen eine Neuauflage machen, ne? Viele haben unnormal lange darauf gewartet. Es gab damals richtig viele Kommentare. Ja, wann kommt denn ein 4. Teil dieses Energy Drinks Test? Es wird keinen 4. Teil geben, das sage ich so schon. Wir werden nämlich keinen 4. Teil machen mit einem Herstellern, den wir noch nicht hatten, sondern wir werden ein Video aufnehmen. Angelehnt an unser Fanta-Test, ne? Ja, genau. Da wissen die Leute auch noch gar nicht immer Bescheid, aber wir droppen jetzt auch immer die Bombe. Richtig, genau. Das ist praktisch so eine kleine Ankündigung gerade. Wir haben das nämlich geplant und wir haben schon 18 Dosen oder so gesammelt, insgesamt. Wir haben uns vorgenommen, um die 110 in einem Video zu testen. Das ist schon echt eine Menge und da kommt dann die ihr ins Spiel. Genau. Denn wir haben selber jetzt schon gemerkt gehabt, dass wir mit schon 18 und irgendwann, also wir denken so 60 kriegen wir vielleicht locker zusammen, wenn nicht sogar mehr. Aber ich glaube, irgendwann geht uns so echt, ja, irgendwann gehen uns die Energy Drinks aus, ne? Es gibt halt immer welche und wir werden auch 110 Basam bekommen, bestimmt. Ja. Aber jetzt gerade, wie du schon, du hast mir ja mal gesagt gehabt, auf Amazon gibt es auch eine große Palette an Auswahl an Energy Drinks, aber die sind, ja, die musst du meistens dann immer in so einem Tray kaufen. Richtig. Und sag ich jetzt mal, für eine Dose einen ganzen Tray zu kaufen, mit 24 Scheißstück. Mit 24 Das rentiert sich in keinster Weise. Das lohnt sich gar nicht. Und dementsprechend wollen wir euch einfach mal fragen, vielleicht habt ihr noch eine Dose über oder so, vielleicht wollt ihr bei dem Projekt gerne mal mitwirken, dann könnt ihr uns gerne mal die eine oder andere Dose zuschicken lassen. Also wir werden es auf jeden Fall so machen, wir werden zu jeder Dose, die wir testen, wenn die uns von euch jemand geschickt hat, sagen, wer sie uns geschickt hat und jeder wird auf jeden Fall verlinkt unten in der Videobeschreibung, würde ich sagen. Genau, das Warum ist nicht? Das Mindeste, was wir für euch bis heute machen können. Es gibt in jeder Region in Deutschland andere. Zum Beispiel weiß ich, dass es oben im Norden Schwarze Eule und so weiter gibt, was wir hier in Mitteldeutschland, sag ich mal, einfach nicht haben. Im Osten gibt es zum Beispiel Vita Energy, gibt es hier auch im Westen mittlerweile schon. Ich glaube kein Classic, ich glaube, da gibt es kein Classic von. Na, und als Beispiel jetzt, also es gibt wirklich in ganz Deutschland gefühlt immer andere Energy Drinks. Wirklich. Es müssen aber Classic Energy Drinks sein. Also es geht nicht um Classic-Geschmack, sondern auch um die Inhaltsstoffe. Zum Beispiel hatten wir mal einen Durstlöscher mit Energy-Drink-Geschmack, der geht nicht mit rein. Genauso wie der Roxa XC Power Original, weil es einfach nicht die Inhaltsstoffe sind, die schmecken halt nur danach. Es muss wirklich ein klassischer Energy-Drink sein. Mit Taurin und so weiter kennt man ja, ne? Richtig. Ich habe schon mehrere Sammler auch angeschrieben, die ich so kenne, ne? Die an der Grenze oder so wohnen, wo es auch noch Big Shop gibt, wo es Zentex oder irgendwelche anderen gibt. Es gibt sehr viele. Ihr müsst einfach nur mal gucken, also diesen typischen Red Bull-Klon, den wollen wir hier mit 110 Stück testen. Wir werden uns dann wieder einen Gast dazu holen, glaube ich. Oder? Ja, ja. Würde ich sagen, ne? Also es wäre also so ein großer Test zu zweit, wäre ein bisschen anders. Das wäre nichts. Ja, wir werden natürlich die Tabelle werden wir auch verlinken, denke ich. Dass die Leute auch immer mal wieder Bescheid wissen, okay, was haben wir schon, was haben wir noch nicht, da müssen wir nicht irgendwie was doppelt bekommen. Jetzt hier mal unser Insta-Name eingeblendet, damit könnt ihr uns anschreiben, dann können wir euch die Tabelle auch im Notfall darüber dann nochmal schicken. Ja, genau. Dann könnt ihr sehen, was wir haben und was ihr bei euch bekommt, was wir noch nicht in dieser Tabelle haben. Und wir würden uns halt mega riesig freuen, deswegen auch die Intention dieses Videos, weil wir, ich glaube, zusammen schaffen wir das schon eher und auch jetzt gemeinsam kommen wir dem Ziel hier auch etwas näher. Also das ist jetzt nicht als, weiß nicht, 600, 700 Abo-Special oder so geplant, sondern einfach wirklich, das kommt, wenn wir diese 110, 105, 110 Stück zusammen haben. Wir haben uns kein Datum gesetzt, es muss bis Februar 21 fertig sein oder so. Ja, genau. Wir machen es dann, wenn wir es wirklich alle beisammen haben.
wir haben eine Community von knapp 600 Leuten. Ich denke, es ist durchaus möglich, dass man da noch ein paar aus der Community rausziehen kann. Und wenn es selbst irgendwie, keine Ahnung, nur 10 verschiedene Dosen sind, die wir von euch gesammelt bekommen, genau. Sind halt 10 Dosen so, ne? Richtig. Dann sind wir dem Ziel trotzdem ein Stück weit näher gekommen, ne? Ja. Und selbst für 1 oder 2 Dosen, vielleicht hat der ein oder andere Lust damit zu machen, wie gesagt. Sehr, sehr gerne. Ja, wie gesagt, wir haben schon 18 Stück zusammen, das heißt, also knapp 20 haben wir jetzt. Also gut, wir haben 18 Stück, was man dazu sagen muss, wir haben noch nicht Monster, Rockstar, Red Bull, Booster. Ja, die Klassiker hatten wir uns überlegt, die holen wir dann kurz vorher zum Schluss, sonst wären die halt einfach schlecht, genau. Also ich sag mal so, wir haben jetzt 18 Stück von diesen No-Name Red Bull-Klonen, wenn wir dann die ganzen Big-Names noch dazu ziehen, die wir hier bei uns bekommen, sind wir vielleicht schon bei 30 oder so. Es ist auf jeden Fall realistisch, dass wir an die 110 kommen und ich bin einfach nur mega gespannt, ob das was wird. Ich finde es halt auch, es musste einfach mal, wir wollten es einfach mal loswerden, weil es ist halt einfach echt, es ist einfach ein cooles Special. Vor allem ist es nach dem großen Fantasy. Es ist aber einfach was Pures mit dieser Community. Ja, ja. Ihr seid praktisch jetzt hier, weil wir damals diesen großen Test gemacht haben. Ich bin sehr gespannt. Wir haben auch schon verschiedene Sponsoren angeschrieben, wir haben auch schon ein paar Sponsorings, da stehen jetzt ein paar Pakete, die werdet ihr nicht sehen, bekommen für diesen großen Test. Also da haben wir auch nochmal was eingeflattert, was man jetzt hier explizit nicht bekommt, sondern was man dann halt von den Herstellern eventuell bekommt. Aber es wäre sehr geil, wenn ihr uns einfach mal anschreiben könntet und dann sehen wir weiter, ob wir da irgendwie auf einen Nenner kommen. Ne? Ja, genau. So, ich will das Video jetzt aber auch nicht zu lang strecken, warum ich dabei auf meine Uhr gucke, weiß ich nicht. Schreibt uns an, Insta verlinkt und Name war auch eingeblendet. Ne? In diesem Sinne würde ich sagen, lasst uns das einfach mal als Community schaffen, würde ich behaupten. Das wäre so geil, ne? Ja, das wäre echt Hammer. Das wäre so die größte Bestätigung, die wir bekommen können. Wir müssen Robin ins Boot holen wieder. Oh, der Witz, ey. Er weiß ja schon von diesem Projekt, ne? Mhm. Und er meinte, ja, nee, ich habe keine Lust dabei zu sein. Und ich habe mich schon so weit, dass er sagt, ja, okay, vielleicht bin ich dabei. Der muss dabei. Da kriegen wir ja noch einen vierten Mann am Start oder so. Schlecht wäre es nicht, weil wenn du bedenkst, dass wir hier 100... Dann müssen mehr Leute. Ich glaube, 4 Leute passen hier auch drauf. Ja. Macht zahlreich mit, wenn ihr gerne dabei sein wollt, wenn ihr Bock drauf habt. Und in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao.